Seconds out. Test, Test. Check, check. Check. Läuft ja. Ja, schönen guten Abend, liebe Boxsportfreunde. Wir sind hier heute auf der vierten Profi-Box-Gala in Falkensee und heute zu Gast ist hier auch Tom Schwarz. Ich grüße dich, Tom. Hallo. Hi, grüß mich. Grüß ja, dich. Dankeschön. Hallo. Was führt dich heute Abend hierher? Heute Abend führt mich tatsächlich mein Promoter her. Wir wurden eingeladen, Burum und ich, mit unseren Frauen von Almin Kutsch zu einer tollen Boxveranstaltung. Bis jetzt waren super Kämpfe und ich freue mich auf den Rest. Wenn du hier den Kampf siehst, du hast ja vor zwei Wochen gewonnen. Jucken dir wieder die Finger oder sagst du erstmal, ich mache jetzt erstmal Ruhe, weil ich habe jetzt gekämpft vor zwei Wochen und gewonnen. Ich hänge jetzt erstmal rum und esse was. Nee, es ist einfach mal schön, einfach mal zuzugucken. Das hatte ich auch lange nicht, dass ich einfach mal in der ersten Reihe sitze, ins Whip gehe, kurz zuzugucken und ich weiß ja, was man fühlt, wenn man in der Kabine ist und ich muss halt nicht in den Ring, ich kann einfach zugucken und das ist auch mal ein schönes Gefühl, aber ich boxe ja schon am 25. November in Berlin wieder und ja, mit der einen oder anderen Überraschung vielleicht noch, ne? Ja, da freuen wir uns drauf und welches Datum hast du jetzt gerade gesagt? 25. November. 25. November, also dieses Jahr Music Hall Arena. Das ist ja eine ziemlich große Arena und da veranstaltet wer? Viele Sports, oder? Viele Sports. Wunderbar, also da freuen wir uns schon mal drauf, Tom. Und nur ist es ja auch anderthalb Jahre her, dass du hier geboxt hast. Du hast ja hier dein Comeback gegeben gegen Durmasch, ne? Und was ist seitdem passiert? Seitdem ist viel passiert. Seitdem ist meine zweite Tochter Amelie noch auf die Welt gekommen und ja, ich bin ein unfassbar glücklicher Familienvater von zwei Töchtern. Und es kann einfach nichts schiefgehen mehr an meiner Boxkarriere. Ich bin super fit mit meinem neuen Trainer Sergei und Jania. Wir machen super Arbeit. Ja, geht nichts schief mehr. Und das kriegst du auch alles unter deinen Hut, so, also zwei Kinder, Training, Sport. Also ich muss sagen, meine Frau, die nimmt mir echt ja, fast alles ab, wenn ich dann wirklich so sieben Wochen, ich habe ja ab nächste Woche noch sieben Wochen bis zum Kampf, dann weiß meine Frau schon Bescheid, okay, Kindergarten und abholen, alles sie und die ganze Zeit um die Kinder kümmern und ich mache einfach mein Fokus auf den Kampf. Und da bin ich meiner Frau auch unfassbar dankbar. Vielen, vielen Dank dafür. Alles klar, Tom Schwarz, vielen Dank fürs Interview und dann wünschen wir dir heute noch viel Spaß bei den Kämpfen und schönen Abend noch. Dankeschön. Vielen Dank, ebenso. Dankeschön. Danke dir. Danke euch. Danke euch.